Kippasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Stoff mit in den Urlaub oder mit ins Ausland nehmen. Was ist möglich und braucht man das überhaupt? Hier kriegt ihr die Infos. Und damit herzlich willkommen auf diesem wundervollen Kanal, meine lieben Freunde. Wir sind auf Mallorca gerade. Wir machen hier quasi einen kleinen Arbeitsurlaub, so kann man das nennen. Deswegen, vielleicht kommt das Video euch dadurch etwas unpersönlich vor. Deswegen kriegt ihr gleich so einen Disclaimer. Ich lasse die Brille an, denn wir können nicht gegen das Licht filmen, sondern mit dem Licht. Und ich schaue dann ins Licht. Und die Sonne knallt gerade so heftig in die Fresse. Ja, Luxusprobleme. Aber ich würde halt die ganze Zeit die Augen zukneifen. Deswegen lasse ich die Brille auf. Es geht um Stoff mit in den Urlaub. Eine Frage, die gerade zur Urlaubssaison und im Coaching andauernd und auch gerade jetzt, wo ich hier unterwegs bin, in der Fragerunde mit aufgetaucht ist. Deswegen greifen wir das Thema doch hier einfach mal kurz für YouTube auf. Über die letzten Jahre im Coaching und auch über meine eigenen Reisen innerhalb der letzten Jahre war ich natürlich auch mit diesem Thema konfrontiert. Und so habe ich mich, das ist schon sehr lange her, als ich mich das erste Mal gefragt habe, ob das überhaupt geht, habe ich mich mit einigen Bodybuildern kurz geschlossen, die mir damals gesagt haben, das ist in den meisten Ländern absolut irrelevant. Es interessiert nicht. Im besten Fall solltest du es halt nicht mit ins Handgepäck nehmen, so eine Spritze, das kommt irgendwie komisch. Aber das waren so meine ersten Berührungspunkte und mir wurde damals anvertraut, die meisten machen das so, wenn es hier wirklich nur um ein paar Spritzen zur Überbrückung geht, dann packst du das alles in einen Kulturbeutel, entweder die Ampulle selbst, mach im besten Fall, wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, mach halt irgendwie das Branding ab oder was weiß ich, dann sieht das aus wie so eine kleine Ampulle. Wenn du deine Freundin mit dabei hast, mach es mit in die Kosmetik im Koffer, dann fällt das überhaupt nicht auf. Aber selbst wenn du jetzt aufgezogene Spritzen mitnimmst, musst du eine Sache bedenken, das interessiert eigentlich niemanden, denn es wird ja nach ganz anderen Sachen gesucht. Ne? Das heißt gar nicht, dass ich dich dazu verleiten möchte, jetzt Steroide mit ins Ausland zu nehmen, weil ganz genau genommen, wenn es verbotene Substanzen sind, von einer Grenze zur anderen, ist das immer noch irgendwo Schmuggel, oder nicht? Das heißt, in diesem Video soll es eigentlich eher darum gehen, dass du so eine Situation vermeidest. Trotzdem möchte ich hier meine Erfahrung noch mal ein bisschen zu Ende erzählen. Das bedeutet, im Endeffekt wurde mir gesagt, das kannst du einfach mitnehmen, pack alles in deinen Kulturbeutel, schmeiß in den Koffer und dann kannst du überall hin. Das wird ge-X-rayed, das interessiert aber absolut niemanden. Von der Logik her ergibt das Sinn. Denn im Endeffekt darfst du nicht vergessen, was hat jetzt irgendwie ein Land großartig davon, dass sie wegen ein, zwei Testospritzen Stress machen. Also im Endeffekt wird was gesucht, es werden Drogen gesucht, es werden Bomben gesucht oder was weiß ich. Also es geht wirklich darum, die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten und zum Beispiel Schmuggel in großem Stil zu verhindern. Ob jemand für den Eigenbedarf ein paar Spritzen Testosteron dabei hat, ist da absolut irrelevant. Ich denke, das ist eine logische Sache, oder? Deswegen dieser Punkt, den gebe ich euch einfach mal mit, weil ich finde, es muss immer noch jeder selbst entscheiden. Ich bin auch der Meinung, dass immer noch dieser Fall existiert, dass wenn mal jemand dir blöd will, das sieht, den Koffer öffnet und eben auch feststellt, dass es eine illegale Substanz ist oder ein Medikament eher ohne Rezept, das dir irgendwie eine Geldstrafe droht oder sowas. Ne? Sicherlich muss man hier von Land zu Land auch Unterschiede machen, aber dazu werden wir gleich nochmal am Ende kommen, denn auch hier gibt es mittlerweile Erfahrungen, gerade in Ländern wie den USA, bei denen viele besonders Angst haben, was mitzunehmen. Deswegen bleibt bis zum Ende des Videos dran. An der Stelle könnt ihr gern schon mal eure Erfahrungen mit dem Transport oder der Mitnahme eures Eigenbedarfs an Steroiden hier in die Kommentare posten. Und ich präsentiere jetzt erstmal ein paar Lösungsansätze, die ich auch schon mal in einem früheren Video präsentiert habe, wie du das Ganze schlicht und einfach vermeiden kannst. Punkt 1. Die sogenannte Depotwirkung. Jeder Stoff an Steroiden, den du dir spritzt, ist über einen sogenannten Ester angeschlossen. Das heißt, der Stoff ist in einer Ölverbindung gelöst und diese Ölverbindung spritzt du dir, diese Fettverbindung, und die wird Stück für Stück abgebaut. Und dadurch wird der Wirkstoff in deinen Körper freigegeben, den du nutzen kannst. Je öfter du das tust, desto mehr von diesem Ester bleibt in deinem Körper zurück. Das ist auch der Grund dafür, dass wenn du absetzt, du erst sehr lange brauchst, bis sich wirklich Symptome bemerkbar machen. Du bist zwar nicht mehr voll auf der Höhe, aber du hast eigentlich noch eine ganze Weile genug Testosteron zum Funktionieren. Daher kommt oft der Trugschluss, dass Leute, die absetzen, auch nach 2 Monaten sagen, ey, ich habe kalt abgesetzt, mir geht's super.
Naja, das Aufwachen kommt meistens kurze Zeit später. So habe ich über das THT-Coaching zum Beispiel oder auch über meine Jahre im Coaching beobachtet, dass die Depotwirkung zum Beispiel, wenn jemand ein Jahr und länger on war, mindestens 4, 8 und bis sogar 12 Wochen gehen kann, wenn jemand noch länger on war und vor allem viel genommen hat und eben auch viele Langzeit-Ester. Das heißt, hier zähle ich schon zum Beispiel schon ein Enantat hinzu. Was ist also unser Schluss aus diesem ersten Anteil dieses Videos? Der Schluss ist der: Wenn du schon eine Weile auf Testosteron bist, und dazu zähle ich irgendwie alles ab einem Jahr, dann kann ich dir eigentlich ganz sicher mitgeben, obwohl jeder Mensch unterschiedlich schnell abbaut, was die Ester angeht, dass du bei einem Urlaub von 1 bis 2 Wochen, vielleicht sogar 3 Wochen, gar nichts mitnehmen musst. Sicherlich wirst du in der Zeit abfallende Testosteronlevel haben, aber es wird nicht dazu führen, dass du wirklich direkte Einbrüche verspürst oder Probleme bekommst. Das heißt, die Depotwirkung wird dich in der Regel über den Urlaub tragen und du musst dir überhaupt keine Gedanken machen. Das ist das Erste und das ist eigentlich auch der Hauptlösungsansatz für jeden von euch da draußen. Du musst es nicht mitnehmen, die Depotwirkung wird dich wahrscheinlich tragen und je länger du on bist, desto wahrscheinlicher ist das Ganze. Auch hier natürlich wie immer ohne Gewähr, denn jeder Mensch baut das Ganze unterschiedlich ab, aber du hast noch Wirkstoff in deinem Körper und der hält eine ganze Weile vor. Das war also Punkt 1. Was jetzt aber, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest? Klar, die gängigste Variante, die sich die meisten jetzt wahrscheinlich denken, ist, wenn ich zum Beispiel 125 Milligramm alle 3,5 Tage nehme, also 250 die Woche, dann kann ich mir doch einfach am Anfang der Woche direkt 250 spritzen und hoffen, dass das hält die ganze Woche. Wir wissen mittlerweile, das wird etwas schneller abgebaut als nach 5 Tagen, wie das angegeben wird. Inklusive der Depotwirkung wird dieser Frontload sicherlich auch noch einen kleinen Vorteil bringen. Er könnte aber auch dazu führen, dass du ein bisschen empfindlicher auf Östrogen reagierst, Wasser ziehst, was du durch den Flug noch weiter befeuern würdest, weil der Blutdruck da auch so ein bisschen höher gehen könnte. Und es ist nicht immer wünschenswert, sagen wir es mal so, aber es ist theoretisch eine Möglichkeit. Also das Mindeste, was man machen kann, ist sich seine gängigste Dosis einfach kurz vor Abflug spritzen. Dann weiß man, ich habe jetzt noch mindestens 3 bis 7 Tage was davon, inklusive Depotwirkung und höchstwahrscheinlich noch ein paar Tage länger. Das ist das wirklich Entspannteste, du musst dir keine Gedanken machen und wahrscheinlich wird es schon funktionieren. So, ihr seht, ich fange schon an zu schwitzen, die Sonne knallt heftig. Ja, das war also Punkt 1. Hier nochmal ein Schluck aus der kalten Coke. Kühl mich ab. So, kommen wir zu Punkt 2. Und das ist, wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen möchtest und weißt, du bist zum Beispiel länger als 2 oder 3 Wochen im Urlaub und die Lösung ist so unglaublich naheliegend. Worüber schimpfe ich immer? Ich schimpfe über THTs mit Nebido. Nebido ist ein Testosteron-Undekanoat. Es gibt irrtümliche Belege oder Beobachtungen, die halt zeigen, dass Restmetaboliten vom Nebido-Wirkstoff, also vom Testosteron, das aus Nebido freigesetzt wird, noch nach 12 Wochen zu finden sind. Weswegen man irgendwann mal entschieden hat, man spritzt ein Nebido alle 12 Wochen und jeder ist zufrieden. Mittlerweile weiß man, der Wirkstoff wird nach 14 bis 17 Tagen sehr rasch abgebaut. Und ich habe tatsächlich jedoch Leute schon früher aus einer THT übernommen, bei denen sich der Arzt sehr unflexibel gezeigt hatte. Das waren nicht meine Ärzte, das waren damals auch andere Ärzte. Und da konnte man sich zum Beispiel maximal auf 4 Wochen einigen. Also der Arzt hat gesagt, 12 Wochen muss. Dann haben wir irgendwie dagegen gehalten und der Arzt sagte irgendwann, wisst ihr was, auf 4 Wochen lasse ich mich runterdrücken. Aber mehr geht nicht. Und da habe ich mitunter beobachtet, dass diese 4 Wochen doch recht gut funktioniert haben. Das ist auch hier wieder sehr unterschiedlich. Aber wenn wir jetzt wissen, 14 bis 17 Tage ist so der Schnitt, da bist du jemand, der relativ schnell abbaut, dann hast du vielleicht noch Leute, die mit 3 Wochen sehr gut klarkommen. Und es kann sogar sein, dass du 4 Wochen mit einem Nebido, also Testosteron-Undekanoat, fahren kannst. Wenn wir uns jetzt also diese Information zugrunde legen, dann haben wir Folgendes dabei raus. Wenn du dir ein Testosteron-Undekanoat besorgst, welches es auch ganz normal auf dem Schwarzmarkt gibt, dann kannst du bis zu 4 Wochen tiefenentspannt in Urlaub gehen. Vor allem inklusive Depotwirkung würde ich sagen, die 4-Wochen-Grenze kannst du hiermit locker abdecken. Und wir gehen ja von jemandem aus, der nicht erst seit gestern auf Testosteron ist. Also ist das wahrscheinlich eine der bequemsten Lösungen überhaupt.
Wichtig bei Nibido hierbei, natürlich spritzt du dir trotzdem die Dosis, die für diesen Zeitraum summiert notwendig ist. Das heißt, wenn du jetzt pro Woche 250 Milligramm haben möchtest und du gehst 3 Wochen in Urlaub, spritzt du dir 750 Milligramm Nibido und hast dieses dann über diesen Zeitraum zur Verfügung und kannst damit arbeiten. Und ich würde jetzt mal in den Raum werfen, dass die meisten Menschen im Durchschnitt 10 bis 16 Tage in den Urlaub gehen. Das ist das, was ich aus dem Coaching sagen kann. Mehr ist das eigentlich nicht. Das bedeutet, hier wäre irgendwas zwischen dem ersten Punkt, dass man gar nichts mitnimmt, dem zweiten Punkt, dass man sich einen kleinen Frontload gibt oder einfach die normale Dosis spritzen, auf die Depotwirkung wirkt, bis hin zum letzten Punkt, dass man sagt, ich gehe auf Nummer sicher und spritze mir ein bisschen Nibido. Alles möglich und würde funktionieren. Und genau das ist die Antwort des Ganzen. Ne? Das ist deine Antwort. Alles andere ist ein Risiko, das du selbst eingehst. Das muss man ganz einfach dazu sagen. Selbstverständlich könnte man jetzt sagen, wenn du eine Supplement-Box mitnimmst und in dieser Box sind sowieso alle möglichen Kapseln und das interessiert auch keinen, dann kannst du da sicherlich auch ein paar Orals mitnehmen. Was soll's? Du kannst auch ein Exemestan damit reinwerfen. Interessiert niemanden. Aber hier ist, wie gesagt, immer noch die Gefahr gegeben, dass du einfach, wenn man so möchte, illegale Substanzen dabei hast, beziehungsweise mindestens verschreibungspflichtige Medikamente, was doch irgendwo ein Risiko bedeutet, selbst wenn es in der Praxis eigentlich nie jemanden interessiert hat. Das muss hierzu einfach immer gesagt werden. Und jetzt kommen wir noch zu einem oder ein paar sehr interessanten Erfahrungsberichten. Das alles, was ich euch eben gesagt habe, zum Beispiel auch mit dem in den Kulturbeutel schmeißen, in den Koffer und so weiter, das hat bis dato bei jedem aus meinem Coaching funktioniert. Jeder hat mir das gesagt. Und wir reden hier wirklich von Hunderten von Athleten jedes Jahr. Die haben das so gemacht, es hat nie jemand kontrolliert, es hat nie jemanden interessiert und man konnte das ganz normal mitnehmen und jeder war glücklich. Das geht über Peptide, also aufgezogene Peptidspritzen, kleine Ampullen, bei denen das Branding entfernt wurde oder eben auch eine kleine Testo-Ampulle, was weiß ich, mit Zubehör. Hat niemanden interessiert, war im Kulturbeutel, war mit im Koffer. Das ist so das, was ich euch aus Erfahrung mitgeben kann. Sprechen wir über Länder, bei denen das vielleicht anders sein könnte oder bei denen offensichtlich vielleicht so ein bisschen Angst besteht, was ich auch verstehen kann. Nummer 1 ist Dubai. Dubai ist relativ streng. Ich persönlich würde es in Dubai mit aufgezogenen Spritzen vielleicht nicht machen. Ich glaube, dass auch da wirklich, das wahrscheinlich gar niemanden interessiert. Ja? Ihr könnt gerne eure Erfahrungen schildern. Wenn jetzt jemand immer wieder zwischen Dubai und Deutschland oder egal wo hin und her reist und hat seinen Stoff dabei, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich weiß halt, dass Dubai von der Gesetzgebung sehr, sehr streng ist und ich persönlich habe davon abgesehen, das zu tun. Das war so mein Ansatz. Ne? Aber wie gesagt, ich warte hier auf Feedback. Das würde mich sehr freuen. Dubai hat unfassbar starke und harte Strafen für schon vergleichsweise kleine Delikte, wie zum Beispiel Drogen und so weiter. Deswegen weiß ich nicht, wie das da mit illegalen Substanzen ist. Aber ich glaube, ein Land, das viele sehr interessiert, sowohl im Coaching als auch bei euch jetzt da draußen, ist wahrscheinlich Amerika bzw. die Vereinigten Staaten. Und das war auch immer so ein Ding, wo ich aus Reflex gesagt habe, weil ich weiß, wie heftig die dich teilweise am Flughafen auseinandernehmen wegen nichts. Ja. Denen muss nur dein Gesicht nicht gefallen. Da habe ich halt immer zu den Leuten gesagt, ganz ehrlich, so die USA ist so ein Land, da würde ich vielleicht langsam machen. Da würde ich vielleicht irgendwie auf jeden Fall im Vorfeld schon Nibido oder so spritzen und Dekanoat oder auf die Depotwirkung hoffen. Ich weiß nicht, ob ich damit was einreisen würde. Nun habe ich durch das THT-Coaching vermehrt Fälle gehabt, in denen das passiert ist. Einmal zum Urlaub, einmal zum Arbeiten, also da war eigentlich schon alles dabei. Und man hatte entsprechend so ein bisschen Angst. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, weil ich auch gesagt habe, ich rate grundsätzlich davon ab. Aber ich meine, im Endeffekt geht es hier um eine medizinische Versorgung. Du hast ein Rezept aus Deutschland. Ich würde die Originalverpackung mitnehmen. Ich würde das Rezept aus Deutschland mitnehmen. Und ich würde an deiner Stelle sofort bei Ankunft anmelden, dass ich das dabei habe. Gesagt, getan. Ich habe dann ein sehr, sehr witziges Feedback bekommen. Und das möchte ich euch hier noch mitgeben. Dann ist das Video zu Ende. Es war tatsächlich so, dass jetzt einer der Probanden das Ganze direkt am Flughafen bei Ankunft, bei der Security oder beim Security-Check irgendwo halt jemanden angesprochen hat und gesagt hat, ey, ich habe Testosteron dabei. Und die Antwort war eher so, erzähl das mal bitte dem da hinten, so, ist mir doch egal, also bitte geh mal zu dem da. Dann geht die Person zum nächsten und dann war schon wieder so, pff, okay, wie viel denn? Und dann so, ja, so ne, für 2 Wochen, so für mich und ich habe auch ein Rezept und der hat schon nachher gesagt, nachdem er gesagt hat, so 2, 3 Spritzen, hat er gesagt, Lauf doch bitte einfach weiter. So, geh mir nicht auf den Sack. Geh bitte einfach durch. Und natürlich hat er mir das dann erzählt und war total verwundert, dass weder das Rezept gesehen werden wollte, noch irgendwie irgendwas anderes da ein Problem gewesen ist. Und dann ist es mir gekommen, weil darauf hätte ich auch selbst kommen müssen. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. In den USA sind THTs gang und gäbe.
Das heißt, in den USA gibt es diese TRT-Kliniken und die sind für Menschen unfassbar leicht zugänglich. Das heißt, fast jeder in den USA, der möchte, kann sofort auf TRT gehen. Und das ist da eine ganz normale Sache geworden. Deshalb ist es wahrscheinlich so, dass wenn du damit ein bisschen Testosteron ankommst, dass vielleicht, wenn dir jemand blöd will, der dir das wegnimmt, das untersuchen lässt oder was weiß ich, aber grundsätzlich, vor allem wenn du eine Verpackung dabei hast oder was weiß ich und es ist ersichtlich, was es ist, ist zumindest die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben, dass es halt dort so ein normales Ding geworden ist und die halt auch wirklich ganz andere Probleme haben, dass die dir wirklich einfach sagen, du sollst bitte einfach weiterlaufen und die nicht nerven. Das ist die Erfahrung, die ich euch mitgeben kann. Und das ist für viele von euch interessant. Wie gesagt, hier geht es einzig und allein um Testosteron. Hier geht es auch nicht um riesige Mengen. Ja? Wenn du einen Jahresvorrat Testo mitnimmst, kannst du aber glauben, ja, dass die pissig auf dich sind. Insofern kann ich euch noch eine Kleinigkeit mitgeben zum Ende. Nach meinem Türkei-Aufenthalt für die Haartransplantation war es so, dass ich ein Paket bekommen habe von der Klinik von Dr. Serkan Aygin. In diesem Paket waren mehrere Lösungen drin, die ich mir auf die Haare schmieren sollte. Und diese Lösungen waren alle 1:1. Ja, das sah 1:1 aus wie eine Testo-Ampulle. In solchen Ampullen gelöst. Es war so ein kleiner Koffer und in diesem Koffer waren in so Schaumstoff ganz viele dieser Ampullen nebeneinander. So, jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie das aussieht, dann kommst du auch noch aus der Türkei. Als ich in Deutschland angekommen bin, war es so, dass mein Koffer unfassbar lange gebraucht hat. Niemand kam zu mir, niemand hat mich irgendwo hingeholt, aber ich habe ewig auf den Koffer gewartet. Ich wollte eigentlich schon gehen, weil ich dachte, mein Koffer ist nicht angekommen. Der einzige Grund, warum ich geblieben bin, war, weil der AirTag gezeigt hat, dass der Koffer da ist. Also habe ich gewartet. Im Endeffekt war es so, ich habe dann zu Hause meinen Koffer aufgemacht und habe gesehen, da war so eine Art Band, ne, für das erste Mal öffnen. Ich hatte das Ding nicht geöffnet, das war durchtrennt. Mein Koffer war anders zusammengeräumt als vorher. Die haben also in Deutschland meinen Koffer geöffnet, weil es so aussah, als hätte ich mehrere Fläschchen Testosteron dabei und hätte die aus der Türkei mitgebracht. Und das hat die natürlich interessiert. Also das vielleicht noch für euch als kleine Anekdote. Das heißt, wenn ihr aus der Türkei kommt oder aus anderen Ländern, wo man halt weiß, dass man da Steroide kaufen kann, seid halt nicht so blöd und bringt das hierher mit. Das würde ich wirklich nicht machen. Weil Deutschland ist halt noch mal ein bisschen anders. Ne? Auch hier ein, zwei Spritzen interessieren wahrscheinlich niemanden, aber ein paar fette Ampullen, ich rate jedem davon ab. Ich rate grundsätzlich davon ab, Steroide in irgendein Land mitzunehmen, aber nur, dass ihr meine Erfahrung hier aus Deutschland habt. Und das war's eigentlich schon. Das Video ist vorbei. Das sind die Möglichkeiten. Und ich finde, so ein großer Stress und so eine große Angst, wie viele davor haben, muss man gar nicht haben. Denn es ist eigentlich eine relativ entspannte Sache. Vergiss nicht, du tust niemandem was, es ist nur für dich. Du hast einfach nichts mitzunehmen, was in irgendeinem Maß anderen Menschen gefährden könnte und schon gar nicht im Handgepäck. Das ist das Allerwichtigste. Wenn das im Koffer drin ist und es ist nur ein bisschen, wird das niemanden interessieren. Aber die Quintessenz dieses Videos ist, du musst es nicht tun. Vergiss das nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, das anders zu regeln. Also, deine Erfahrungen bezüglich dessen in die Kommentare. Hast du irgendeine Horrorstory erlebt, die wir unbedingt lesen sollten und bei der ich dann im Nachhinein vielleicht sage, okay, ich nehme alles zurück, mach das lieber doch nicht. Dann her damit, ich bin sehr gespannt. Ansonsten tauscht euch bitte in den Kommentaren aus, liebe Community. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank für die Abonnenten in letzter Zeit. Deswegen bitte auch hier, wenn dieses Video hilfreich ist, pack es in deine Story, lass ein Abo da, markier mich, aktiviere die Glocke und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it.